Hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connab. Wir schauen uns jetzt das Saatgut-Addon an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Modding-Team DD Mod Passion. Gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann Saatgut-Addon. Nun, dieses Addon, in Anführungsstrichen, ist im Endeffekt wieder so eine Mischung aus Skript und ja, Fahrzeug oder Gerät technisch. Ähnlich wie diese Rundballen oder Netzfolien-Skripte, da erinnert euch, ist auch das Saatgut-Addon sowas in der Art. Es sorgt dafür, dass für Leute, die sagen, ach, ich kaufe Saatgut, also einfach Standard-Saatgut und damit kann ich ja alles so machen. Das ist mir zu unrealistisch. Ich hätte gern für jede Sorte ein einzelnes Saatgut-Dings und die Saatmaschine möchte ich so einstellen, dass sie auch nur das und das Saatgut, also die und die Frucht ausbringen kann. Also etwas realistischer, weil in der echten Welt ist ja auch so. Es gibt ja nicht das Saatgut, wo alles rausspringt, sondern ne, genau so. Und das macht dieses Addon hier. Ihr habt in dieser Kategorie, was ihr dann später auch unter Big Packs und alles aufrufen könnt, aber hier ist es halt alles kombiniert, habt ihr Pioneer Big Packs mit den jeweiligen Fruchtsorten, zum Beispiel Gerste, Raps, Baumwolle, Gras, Mais, Hafer, Ölrettich, Sorghum, Soja, Zuckerrüben, Sonnenblumen und Weizen. Ne? Das ist extra Saatgut dafür, um nur dann dieses Saatgut, wo das dann halt rauskommt, halt zu pflanzen. Das, was das Spiel standardgemäß macht, wo ihr es auswählen könnt, hier spezialisiert. Wichtig ist, diese Saatgut-Packs hier gehen nur in die Saatmaschinen, die hier mitgeliefert werden. Ne? Also das sind die Standardmaschinen, die aber halt auf dieses Addon umgerüstet sind. Das sei auch noch vorweg gesagt. Da ist halt einfach dieses Skript in Anführungsstrichen mit hinzugefügt worden. Keine Sorge, macht MB-zahltechnisch gar nichts aus, aber die Dinger sind speziell dafür gedacht. Ne? In die normalen Saatmaschinen bekommt ihr das nicht rein. Was bei diesen Maschinen auch dann neu ist, ist, dass ihr hier den im Shop einen neuen Reiter habt, der nennt sich Typ. Und Typ ist das, was ihr einstellen könnt, was soll die Saatmaschine können. Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, bla. Was die Saatmaschine generell hergibt, könnt ihr dann halt einstellen. Natürlich gibt es jetzt hier bei diesen Einzelkorn-Saatmaschinen nicht viel Auswahl. Bei den normalen Dingern gibt es halt natürlich mehr Auswahl. Versteht sich, ne? Und das könnt ihr dann hier, wie zum Beispiel bei der Zitan, dementsprechend hier auch tun unter Typeneinstellung. Soweit so klar. Das Ganze funktioniert genauso normal, wie ihr euch das vorstellt. Es gibt noch ein Zusatzskript, das nennt sich Saatgut-Addon-Verbesserung. Ich würde euch empfehlen, diese beiden Kombinationen zusammen mit zu nutzen. Dann funktioniert das Skript mit am besten. Und ja, ich habe das ganze Ding jetzt hier aufgefüllt, die Solitär F12. Ihr seht, ich habe jetzt Raps ausgewählt, diese Saatmaschine kann nur Raps. Ich habe das Raps-Saatgut ausgewählt, ihr seht, ich kann hier mit Z nichts hin und her steuern, es geht einfach nicht. Wenn ich hier einmal aufmache, seht ihr, das ist stinknormales Saatgut, das sieht genauso wie vorher aus. Und wenn ich jetzt hier einfach den hier mache und den hier, kann ich halt einmal Raps anpflanzen. Ne? Soweit, so klar, ist es selbsterklärend. Funktioniert ohne Probleme. Ich kann das Ding auch wieder despawnen. Und dann seht ihr, hier ist halt dieses Icon, dieses Raps-Icon mit drauf. Und das deutet halt einfach nur darauf hin, dass das halt Saatgut only für Raps ist. Ja, und mehr macht das Addon in dem Falle nicht. So schnell und so kurz erklären kann ich es euch. Also von daher, wer sagt, ja, mir war das immer zu einfach, zu generell gehalten. Ich hätte gern mehr Herausforderungen, mehr zu tun. Ne? Für den wird das Addon sicherlich was sein. Log ist sauber, funktioniert im Multiplayer, Singleplayer. Und das Schöne ist, dadurch, dass das alles auf Standardmaschinen zurückgegriffen wird und nicht extra eingefügt werden, reden wir hier gerade mal von 2 MB. Also easy peasy. Ne? Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschü tschü.